Irgendwie mag ich die deutsche Synchronsprecherin manchmal nicht. Ich mag von Alice die englische Synchronsprecherin rein gar nicht. Die klingt so alt. Ich finde, die Deutsche bringt manchmal die Emotionen überhaupt nicht zur Geltung. Das ist, weil die einfach die Töne machen praktisch, bevor sie überhaupt das Spiel sehen. Hab mir eine Nymphe an Land gezogen. Ich bin eine Nymphe, gelobt sei yay! Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Wir Was sind wieder machst zurück du in der mit normalen ihr? Welt. Nehmen Sie mit in die Mangled Mermaid und mit mir im Bett. Im Dunkeln lässt sie's gut rumpeln, ne? Die wollen uns vergewaltigen! Was denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg! Leg dich nicht mit Alice an. Ja, dass er sie nicht umhaut. Ah, ich mag den Style von Alice so hier. Hey, wollt ihr mich nicht doch flachlegen? Na. Die Wechselkatze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Nanny kannte sie. Ja, ich liebe diese. Diese englische Umgebung. Atmosphäre. Ja, ich liebe das einfach so sehr. Ich muss das jetzt voll genießen. Und ich liebe auch ihr Outfit. Es nervt mich nur, dass ich so nicht springen kann. Warum sind da Rieseneiswürfel? Ja. Warum? Weil Lagerhaus. Wo ist der Typ hin? In deinen Arsch. Da war gerade ein Typ. Der Mangled Mermaid. Ich hab so das Gefühl, das ist ein Bordell. Oder sowas in der Art. Oder einfach nur ein Gasthaus. Boah, er ist sich ein Zimmer zu zweit. Na du! Soll ich dich schubsen? Komm, ich will dich reinschubsen. Oh, das ist ja so witzig, ich schwör. Darf ich da rein? So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Nein. Tiefes Angebot. Blablabla, es ist doch ein Modell. Mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich Wo die harte Wo ist mein Tour Geld? Sein? Du dreckiger Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Schick Krankheit. Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Bewegt dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Ich mag sie. Ist jetzt irgendwo hinten eine Treppe oder was? Nö. Der Na ist du! Auf die Schnauze geflogen. Zu viel gesoffen? Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahingerafft. Er hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Let's ist dance! Ich weiß nicht, ich bin ganz schön laubig. Das ist doch der Punkt, oder nicht? Das wäre falsch. Was für eine richtig, hübsche Frau. Das wäre falsch, ja. Also, was ist denn nun? Klappe. Aber richtig, Alter. Sexy. Holy crap. Die will ja jeder ficken hier. Na du? Ich bin an dem vorbeigeglitscht. Solche Riesenkolosse mit Minischwänzen kriegen auch nichts Besseres ab. Also, nehmen wir. Oh, ein Sofa. Ich will ausruhen. Komm, setz dich. Warum steht da ein Sofa? Weil man da auch. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Der hat uns geslappt. So ein Wichser. Springe mehrfach im Flug, um an Höhe zu gewinnen. Uhaha. Schmetterlinge pupsen. Lege nach einer Steckenpferdattacke mit der Warpacklinge. Das konnte ich nicht mehr lesen. Alice is back, bitches. In der Eiswelt. Und das heißt, wir kriegen bald unser Steckenpferd. Ich freue mich. Das ist eine sehr geile Waffe. Tja, und ich kenne es nicht.
Ja, ich schon. Alice, du hast Haare im Gesicht. Tundra voll. Voll Tundra ist das. Ach, guck mal, hier kommen wir rein. Und wir haben wieder unser Ursprungskleid an. Ja. Yeah. Sowieso das Geilste, finde ich. Das heißt, ich höre mich selber erst in 2 Wochen. Neben deiner Episode. Ja. Also vom heutigen Tag aus. Heute ist nämlich der 30. Oder 31. 30. Haben wir schon nach Mitternacht? Keine Ahnung, mein Handy ist ausgegangen. Warte. Wir haben 23.39 Uhr. Dann haben wir noch also ist noch der 30. Aber wir könnten bis zum 31. spielen. Wir werden bis zum 31. spielen. Juhu, Rutschparty. Audio-Surfen müsste eigentlich runtergeladen sein. Egal, wir spielen jetzt Alice. Ja. Du musst die Sterne nicht zauen. Hey, geil, schaut das Viech aus. Ach stimmt, wir können die Sterne zerhauen, das habe ich total vergessen. Hey. Was macht man mit den Zähnen? Kauft man sich von denen? Ja, mit denen kannst du Waffen-Upgrades kaufen. Komm ich da nochmal hoch? Spawnt er mich dahin, wenn ich tot bin? Yay. Waren da oben noch Sterne? Ja, dann können wir die Sterne da oben noch kaputt machen. Je mehr Zähne, desto besser. Ich habe ja schon meine Waffen ein bisschen geupgradet. Das musst du schon auch noch sehen. Dann fahren wir nochmal die Rutschbahn. Okay. Wie sieht der Beine aus? Das ist wieder weg. Oh, aber der ist da. Keiner da? Du musst erst die Kleinen umbringen. Das macht ganz keinen Sinn. Da ist noch keiner. Yeti! Na, wie geht's dir, altes Haus? Ich höre eine Schweineschnauze. Wo ist die Schweineschnauze? Schweineschnauze. Nein. Schweineschnauze. Wo ist die Schweineschnauze? Hübsch. Hallo, Hedwig. Na, wie geht's dir? Oh ja, Hedwig. Oh. Ach, da komme ich dann nicht so hin. Traurig. Ach, Hedwig. Dass du gestorben bist. Ja, es ist eigentlich bei allen möglichen traurig, dass sie gestorben sind. Nicht nur bei Hedwig. Da ist die Schweineschnauze. Picknickkorb! Yay! Und ich weiß leider nicht, was irgendwas davon bringt. Picknickkorb ist gleich Belohnungen. Was macht der da? Hat er keine Hobbys, Alter? Du musst springen, wenn er nicht gerade pustet. Sonst pustet er dich darüber ins Nichts. Siehst du? Ich bin schon ein bisschen rüber gepustet worden. Ich will da rein. Schaut mir ganz nach einem Fight aus. Da. Steckenpferd. Ich wette, da kommt ein Fight.
soeben erhalten. Das Steckenpferd zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft, galoppiert durch Gegnereien. Einfach umwerfend. Und männlich. Fuck you. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Na du? Sie sieht so cool aus. Heißt Snark ins Kippen. Gibt's hier einen Jarrowalk hier mal so? Ich glaube, ich kann mir im Moment nichts leisten, liebe Anzeige. Ich habe mir so viele Waffen geupgradet, dass ich mir nichts leisten kann. Siehst du? Die ist auf Level 3, die ist auf Level 2, das ist natürlich nur auf Level 1. Ich kann mir gerade nichts leisten. Ich habe nur 209 Zähne. Also sag nicht so was Blödes.